Schon ziemlich, ja. Jetzt kommen wir zur Betasonne in dieser Folge. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Du Heuchler. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wir damit nichts am Hut. Jetzt mal ehrlich gesagt, die NASA wurde eingestellt, weil die Kosten zu hoch waren. Wie soll es denn damit weiterlaufen? Wenn das jetzt in der Realität wäre. Na gut, ist das Science Fiction, aber da haben wir gesehen. Was will der denn hier? Wie verhalten wir uns? Küssen wir ihn, fallen wir ihm die Arme. Wir schlagen ihn zusammen. Zücken jetzt ein Messer und da stechen ihn von hinten. Nein, wir schneiden ihm sein zweites Auge auf. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven. Zynisch. Ja. Ach, Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Gleichgültig. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Weit weg. Weit weg? Ja. So weit von hier weggehen wie möglich. Und vielleicht vergessen, wie mies mein Leben bisher war. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golfspielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich meine, ich will weit weg. Nach allem, was passiert, auch von dir. Wir es diesmal vielleicht hin. Aiden. Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran. Und er sich sicher irgendwann auch an mich. Ich meine, wir haben was gemeinsam, wir beide haben dich gern. Ablehnen. Na, kannst du vergessen. Du hast gelogen. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Danke für die Rettung. Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein. Ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Mach ruhig. Cole ist doch der leitende Assistent, oder? Ist Nathans Assistent, genau. Und unser bester Freund. Neben Aiden natürlich, also neben dir. Ja, er ist unser gemeinsamer bester Freund. Aiden, manche Entscheidungen Freund sind schwer, Jody. Ich meinte, Cole ist unser gemeinsamer bester Freund. Ja. Sicher. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal eine Entscheidung treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung.
Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Okay. Was? Ich hab grad nicht aufgepasst. Was? Was immer Nathan sagt, pass auf. Cole weiß da so etwas. Ja, bitte? Ich hab's jetzt mal einfach ausprobiert, die Animation langsam laufen zu lassen. Und es funktioniert. Wir müssen vermutlich dahin. Ja. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Nette Formulierung. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000. Für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Hey, wir wollen ehrlich leben. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Wirklich? Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Was sie tut waren da? Interessiert an militärischen Anwendungen. Das wüsste ich auch gern. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Das wird doch nicht gut, das Herr Schilder. Das hat Jahre gedauert. Sieht nach nichts Gutem aus. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Oh Mann, der ist verrückt. Hallo, warum? Meine Süßen. Das geht so nicht. Die wollen gehen. Das sieht man doch. Laura. Oder sieht es für dich aus, als würden die ja froh sein? Die Single quält aus. Ich komme zu ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Die Toten sollten tot bleiben. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die es schaffen kann, Jody. Nathan.
an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jodie, tu das für mich. Nee. Gib mir deine Hände. Bestimmt nicht. Ach Mann. Ich würd's nicht tun. Ich will's nicht tun. Er wird danach depressiv. Die Wahrheit will niemand hören. Die konnte noch nie jemand vertragen. Er ist naiv. Er ist dumm. Halt ein Mensch. Argumentieren. Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts. Verstehst du mich? Gar nichts. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Jetzt. Noch mehr Mist? Ich hoffe mal nicht. Warum ist das Ding überhaupt da drin, da hinter dieser Scheibe? Ist doch doof. Ohne die Scheibe würden wir alle sterben. Nein, wir nicht. Doch, ich glaube auch wir. Meinst du, es wird viel zu viel für uns? So viel Energie, wie da drin ist? Das ist der größte, der je gebaut wurde. Okay, hier bin ich also falsch. Wir müssen irgendwo hin. Wohin? Laut Kamera. Ins nächste Labor? Wir wollen einfach nur noch unsere Ruhe. Was? Was zum Kuckuck? Frage ich mich auch gerade. Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Was will der Alte denn? Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer... Kennen wir das nicht irgendwo her? Ja. Ein simpler... Fick dich. ...eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe.
Was haben wir denn jetzt bitte getan, dass der so einen Müll baut? So viel zum Versprechen einer guten alten Zeit. Kann nichts tun. Jody. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Der ist wahnsinnig geworden. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Das gehört sich nicht. Du bist bescheuert. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Bist du nicht immer so ich-bezogen? Rette mich lieber! Hilf mir! Ach, er denkt sich, wenn wir sterben, sind wir in der Infrawelt und da die Ewald die Mauern einreißen will, sind wir eh dann wieder da. Na klar. Friede, Freude, Eierkuchen. Kannst du mir helfen? Und hol Hilfe. Gute Idee. Kannst du nicht? Das klappt nicht. Au! Hol Hilfe. Versuche erst mal was anderes. Schnell. Okay. Doch Hilfe holen. Warte mal. Wo sind wir hier? Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick? Das ist doch cool. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen. Wo ist der? Wo ist Cole? Diese Bastarde. Weiß nicht, vielleicht in ein Büro. Da bricht. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Das ist... Ryan. Ja, aber... Verständigen die beiden jetzt. Es wird nicht funktionieren, glaube ich. Er arbeitet am Computer. Da vielleicht irgendwas. So ignorant sein. Mein Kopf. Meine Gedanken. Sind die Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Guter. Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Gib ihm den Weg. Führ uns zu Jody, Aiden. Wird erledigt. Gut. Und jetzt? Hier lang. Okay, verstehe.
Aber gerade sind wir noch zu schwach gewesen, um hier hoch, um überhaupt die Tür zu verlassen. Ah, da müssen wir rein. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Er könnte ein Problem sein, vielleicht. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Super. Schleusen Vielleicht kannst vorbei. Du da was machen. Ist doch... Mach. Tisch 42, hallo. 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 Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Wir sind doch gut, oder? Wir sind ein Spitzenteam. Nee, du bist doch schon richtig. Denke ich. Ja. Danke, Aiden. Jody! Sie ist raus. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Au. Hat er doch noch Scheiße gebaut. Ja. Eindämmungsfeld. Und er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Wiederhole. Ist okay. Ist okay. Super. Ein, du bist ein Genie. Nathan, du bist ein Genie. Hier sind das Genie. Nathan ist das. Big Asshole. Vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Ach, es ist auch zu spät. Ja. Hä? Nathan ist ein Affenhuder. Ja. Kohle, bitte Kohle. Wir sind raus! Wir sind
Fick dich und stirb! Aber das Letzte, was die Ultrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg! Sie werden mich sofort ausnehmen, Clayton! Action Clayton, das ist dein Befehl! Danke. Verstehen Sie das als meine Kollegen? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle... Nein, du. Nein, wir können nicht sterben. Ob ich sterben werde, wer weiß. Was tut das? Komm schon. Egal. Können wir irgendwas tun? Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Was denn? Beeilung! Die Zeit ist knapp! Fuck. Nee, Cole, wo bist du? Hier seid ihr beide, okay? Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier, lass das Militär bezahlen für den Mist. Brauchen wir einen? Ja. Jody, nicht. Allein schon, damit wir weiterkommen. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Das ist eigentlich nur ein Energiefeld, oder? Ja. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Super. Aber wir wären ja nicht ein Duo-Team, wenn wir nicht was Sensationelles hinbekommen würden. Genau. Duo? Wir sind ein Quartett. Nein. Doch. Sie haben uns nicht entdeckt. Quartett wären ja vier. Ja. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Du? Sonst hat der Trip ich bin nicht materiell. Du, Cole, du, Cole und Ryan. Und ich. Ich habe keine feste Materie. Na, trotzdem sind wir zu viert. Wow. Schnell. Jetzt ohne mich weitergehen. Retten. Nein, niemals. Ich
lasse dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Konnte ich nicht viel tun. Nee. Aiden hat getan, was er konnte. Aber immerhin, er kommt möglicherweise durch. Ja. Also er kann durchkommen. Sicher, dass wir da ohne Gerät lang überleben? Ich weiß es nicht. Los, ziehen wir es durch. Ja, und wir sterben war nicht so. War das nicht unsere Mutter? Kann auch eine Illusion gewesen sein. Also ich bin mir bei diesem Ding hier nicht sicher. Ich auch nicht. Wir müssen weiter. Verrückte. Gottverdammtes Arschloch. Vorwurf. Ja. Schau doch hin! Das hast du getan! Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Das ist keine Liebe! Sonst würdest du ihm das nie antun können! Ich zerstöre diesen Kondensator, bevor alles zu spät ist! Du kannst mich nicht stoppen, Johnny! Du kannst mich nicht davon abhalten, meine Familie wieder zu sehen! Ernsthaft? Was? Es sind
beide hinüber. Haben zwei Schüsse gefallen. Einer in Ryan und einer in Nathan ist hinüber. Und Ryan aufpasst. Jetzt. Mit dir, Quid. Nicht der. Nicht der. Du weißt, das ist nicht das Ende. Na, genau genommen waren wir schon vor Quid, als er sein Auge geopfert hat. Nein. Nicht? Ach Gott. Das muss nicht sein. Doch. Nein. Wir werden sterben. Er wird sterben. Wir? Ich weiß nicht. Komm hier vielleicht nicht raus. Wir leben noch so quick lebendig. Wir haben nur einen Streifschuss. Schön. Er hat einen Bauchschuss. Die Verblutungsraten sind da viel höher. Ja, kein Wunder. Wenn die Aorta getroffen wird in der im Bauch, verblutet es innerhalb von Sekunden. Und überleg mal, wenn der Darm getroffen wird, oh je, die ganzen Fäkalien da gehen alle in dein Blut rein und oh. Schöne Blutvergiftung, schöne Sepsis. Ah. Ich hab euch vermisst. Schön, dass es für dich ein Happy End gibt. Backpfeife geben. Nicht nur eine. Ich bräuchte es nur nicht mal tun, wenn du den Quatsch nicht angefangen hättest. Jetzt, wo du tot bist, kommst du nicht zur Vernunft? Das ist doch immer so. Nur die ganz Sturen sind im Tod noch verbittert und werden böse. Die müssen echt ganz nah dran sein. Ich glaube, die sind gleich im Auge. Auge. Im Auge, das auch Kahns wie Michael gesungen hat. Woher weiß ich das? Scheiße. Natürlich muss in der ganzen Mitte auch noch was rumkommen. Ja. Dürfen wir es ja nicht zerstören. Na, mal sehen, ohne Fehler? Ich weiß nicht. Helfen kann ich dir. Ich weiß. Dafür sind wir ein bisschen älter als ich. Vielleicht. Matrix ist ein Scheißdreck dagegen. Ich doch. So lange können wir auch nicht aufhaken. Die ganze Seele tut uns nichts. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ja, aber da war nicht viel. Jody. Ist zu spät. Nein. Man will überhaupt nicht gefangen sein. Würde mich wundern, wenn jemand sich freiwillig krank terrorisiert. Ich mache für eine gute Sache. Oh, der Schutzschild ist doch da. Was?
Oh je, wir sind gestorben. Warum? Ich hab doch was ich machen sollte. Nichts. Es ist nichts übrig. Nichts mehr außer Tod. Chaos und Zerstörung. Oh je. Die Infrawelt hat unsere Welt überrannt. Und alles in ihren Schleier eingehüllt. Millionen von Fragmenten von Seelen wandern ganz ziellos. Die Welt, die ich mal kannte, ist für immer verschwunden. Aber in meinem Kopf vermischen sich immer noch die Eindrücke aus meinem Leben. Ich versuche, jede Sekunde festzuhalten, was ich getan habe, wo ich versagt habe. Wodurch normal, ich hätte oder? Verhindern können, was passiert ist. Können wir nicht auf uns sitzen lassen. Schon seit meinem Tod. Kann ja nicht angehen, dass wir hier so sterben. Lass ich mich einfach wegtragen von dieser kalten Welle. Schafft alles bisher ohne Probleme und am letzten und in der letzten Passage. Gebe ich auf. Lass die Welt sterben. Ich bin allein mit meiner Schuld und meiner Reue. Allein für die Ewigkeit. Weißt du, was das Lustige wäre? Was denn? Wenn das alles nur ein Traum ist. Ja. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. There's no telling what we'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back. She's amazing. She's magnificent. Tja, ihr seht den Outro. Aber war es denn wirklich? Nein, nicht wirklich, denn es wird garantiert noch etwas dazu kommen, zu Beyond Two Souls. Denn schließlich will ich das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten, aber es dauert halt ein bisschen. Also habt Geduld mit mir. Denn schließlich habe ich weiter nur vor, ein Video pro Woche rauszubringen. Und, naja. Übrigens, das Spiel habe ich vor einem Jahr zusammen mit Flave X Vision aufgenommen. Und ja, es gab einige Sachen, worüber ich mich geärgert habe. Zum Beispiel die Bildfehler, die zwischendurch mal wieder auftreten, die ich nicht mehr beheben konnte, ohne dass sein Audiokommentar weg war. Beziehungsweise eben, dass der Audioton teilweise verzerrt war. Das hat mich zwischendurch tierisch gestört, kann man aber leider nicht mehr ändern. Ja. Und am Ende des Videos kommen noch ein paar Outtakes. Freut euch schon mal darauf. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich fast schon. Jetzt noch mal ein kurzes Gespräch zum Ende. Ja? Flave. Ja, was hältst du bis jetzt von dem Spiel? Obwohl wir zum Schluss gestorben sind. Schlechtes Ende. Schlecht gespielt. Ich hab gesagt, was du von dem Spiel hältst, nicht was du von meiner Spielweise jetzt hältst. Das Spiel ist besser, als du spielen kannst. Ich weiß. Aber ich spiele es ja just for fun und nicht. Hey, ich muss das jetzt unbedingt perfekt können. Perfekt. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand ein Let's Play perfekt gemacht hat. Vor allem wenn was perfekt ist, dann perfekt so zusammengesetzt, dass es perfekt erscheint. Aber das fällt ja immer auf. Ja. Das meinst du, auf, dass etwas perfekt erscheint? Ich weiß nicht. Wenn man Schnittmarken sieht. Zum Beispiel. Aber wenn man das Level so wie bei dir macht? Wie willst du denn erkennen, ob was perfekt ist von Anfang an oder nachträglich? Ich nicht. Perfekt. Wenn jemand sofort zum Ziel hin rennt,
anstatt erstmal das Ziel suchen zu müssen, ist das vielleicht ein Indiz dafür, je nachdem wie schwer das Spiel ist, wie übersichtlich das Spiel ist. Schätze ich. Quantic Dream, eins meiner Lieblingsspielestudios. Vielen Dank dafür. Für Maria und Mercedes. Von der aus der Infrawelt, keine Ahnung. Ein Spiel, das mit dem Tod sich beschäftigt. Trophäe haben wir bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank, Flav, für deine Zusammenarbeit. Und jetzt machen wir das aber gleich nochmal vernünftig hier. Mit vernünftig meine ich, wir sterben nicht. Du hast gelogen. Ich. Immer zum passenden Augenblick, mitten im Wort. Wie kann ich nicht deine Aufnahme? Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Das war's also fast mit Beyond Two Souls. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Es gibt schon so viel, was ich auf meinem Kanal getan habe. Es gibt noch so viel, was ich auf meinem Kanal tun möchte. Ich bin euer The Freak und ich betreibe einen Kanal für jeden.